Lauschig und herzlich willkommen. Wer hat's erraten? Zum Unboxing meiner beiden Boxen. Ja, die Nihon-Box und der Sokawai-Box natürlich wieder einmal. Und ich bin diesmal sehr gespannt, was da drinnen sein wird. Und ich würde auch nicht lange schnacken. Fangen wir mit der Nihon-Box an. Unsere große Box mal wieder. Eine Box, die etwas größer ist. Ich glaube, das müsste die Märzbox sein. Die Aprilbox ist ja immer irgendwie versetzt einen Monat, irgendwie später unterwegs. So habe ich immer das Gefühl. Und deswegen wird es die Märzbox sein. Und wir schauen mal rein. So, unser Thema ist Fantastic World. Wir haben hier einige Charakter drauf. Ich vermute mal, das ist Fairy Tale und das müsste aus No Game No Life sein. Und die, das ist natürlich Kirby natürlich. Und den Charakter kenne ich jetzt nicht, der sagt mir nichts. So, schauen wir rein. Als erstes haben wir einen Acrylaufsteller. Das ist unser Loyalty Bonus. Quasi gibt es immer, wenn man mehrere Monate abonniert hat, gibt es so einen Bonus quasi. Und ich weiß jetzt leider nicht, wer das ist. Ich könnte mir vorstellen, das ist aus Bleach, die Katzendame. Aber so genau sicher bin ich jetzt nicht. Leider steht das hier hinten in Japanisch drauf. Das kann ich leider nicht lesen. Aber es ist ein sehr hübscher Acrylaufsteller. Und den kann ich ja nachher nochmal, wenn Zeit ist, aufbauen. Natürlich unser die 1000 Yen Giftcard und unser Nihon Heftchen, da schauen wir aber nicht rein. Und dann haben wir ein Postkartenset. Da sind mehrere Postkarten drin. Schauen wir mal, ich hole mal ein bisschen raus. So. Ja, sind mehrere Postkarten, kann ich auch mal zeigen hier. Mit sehr, 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 sehr schönen Motiven. Ich werde mir diese, wahrscheinlich hinter mir ist so ein Schrank, da werde ich die dann anhängen. Und ich denke, das sieht sehr, sehr schön aus. Aha, hier Happy mit Hasenohren. Voll lustig. In verschiedenen, Winter, wahrscheinlich Ostern, Sommer und der Frühling, würde ich mal vermuten. Das sind die verschiedenen. Naja, nicht Jahreszeiten, aber so lustig halt. So, reinpacken tue ich das jetzt nicht wieder. Ich lege die einfach mal hier hin. Dann haben wir Made in Japan. Was ist das? Einen Fächer. Naja, es wird ja auch jetzt auch wieder warm. Kann man ja auch Fächer wieder gebrauchen. Der ist cool, weil ich finde das Design cool. Hat was mit den Fischen und so Wellen und ein Zeichen. Oh. Ja, sehr, 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 sehr hübsch. Gefällt mir sehr gut. Dann natürlich ein paar Snacks. Die nehme ich natürlich mit zu meinen Freunden. Ich würde jetzt mal Peach Flavor denken und im Sakura-Stil. So Puffreis könnte ich mir vorstellen. So sieht es aus. Fühlt sich auch so an wie Puffreis. Könnte hinhauen, dass das Puffreis ist. Naja. Auf jeden Fall was zum Naschen. Jetzt geht's weiter. Holen wir erstmal die Kleinigkeiten raus. Ich habe No Game. Also es gab ja, ich bin ein bisschen gespoilert worden. Um ehrlich zu sein. Das rechnen wir mal ab. Und da gab es diese Plush-Anhänger. Also es gab entweder ReZero oder noch was anderes. Können wir gleich im Heft nachgucken. Und ich hatte ja gehofft, dass ich ReZero bekomme und Rem, weil ich bin ein absoluter Rem-Fan. Aber nein, ich habe leider Pech. Ich habe hier das kleine Mädel bekommen, was aber nichts macht, weil ich bin ein Fan davon und ich finde sie ja auch niedlich. Sie ist ja auch ein interessanter Charakter, muss ich sagen. Und kommt dann an meinen Rucksack mit rein.
So, dann haben wir hier. Oh, was ist das denn? Was ist das? Geh auf. Naja, reißen wir es halt so auf. Das ist voll. Oh, das fühlt sich voll soft. Oh mein Gott, ist das flauschig. Oh, ist das flauschig. Was ist eine Decke? Mit. Oh. Ah, hier, der Anime. Warte. Black Clover, genau. Oh, ich kann das gar nicht zeigen. Das ist riesig, das Ding. Oh mein Gott, das ist so flauschig. Oh, ist das flauschig. Ist das ein Handtuch? Soll das ein Handtuch sein oder soll das eine Decke sein? Oder? Oh, das ist voll. Oh, das ist voll geil. Oh, voll cool. Aber ja, sehr, sehr cool und sehr flauschig und sehr groß. Soll wahrscheinlich ein Handtuch sein, weil als Decke ist es ein bisschen zu klein. Aber das ist wirklich cool. Dann haben wir mal wieder. So, okay, davon habe ich schon eine. Ich glaube, die habe ich mal aus der Kawaii-Box gekriegt. Eine Kirby-Spardose. Jetzt habe ich eine zweite, keine Ahnung. Die habe ich meinem Mitbewohner geschenkt, damit er seine Coins dahin machen kann. Weil er ja so Kleingeld sammelt. Und ja, jetzt habe ich noch eine. Keine Ahnung, was ich damit machen soll, ob ich die behalte oder ob ich die verkaufe. Ich glaube, ich werde die verkaufen, weil ich habe meine habe ich hier, da habe ich schon eine und Küche, habe ich auch schon eine. Fürs Essensgeld halt. Ja, haben wir halt noch eine. Okay, eine Kirby-Spanne. Und zu guter Letzt, die No Game No Life Figur. Es ist zwar nicht mein Lieblingscharakter, aber es ist einer der Hauptcharakter. Und guckt die euch an. Die ist so cute. Die hat sogar Katzenohren. Die muss ich auspacken. Die Figur kommt natürlich in meine Vitrinensammlung. Aua, nicht an der Schere schneiden, Mensch. Jetzt habe ich mich an der Schere geschnitten. Die ist doch sehr scharf. Naja, macht nichts. Fühlt sich ein bisschen weird an, aber passiert. So, packen wir die gute Dame mal aus. Da ist die gute Dame. Die ist so süß. Oh mein Gott, ist die süß. Ist die cute. Oh mein Gott. Look at this. Warte. Ich zeig sie euch gleich. Ich muss nur eben hier noch das Ding rausschneiden. Weil das kommt ja wieso weg. Das behalte ich ja nicht. Meine Figuren kommen nämlich raus. Jetzt blute ich hier. Ganz schön tief. Mein nachher Fässer drauf. Und dann stellen wir sie einmal. Shiro heißt sie. Ich habe den Namen immer vergessen, aber ja, gut. Da ist sie. Schaut sie euch an. Ist sie nicht hübsch? Vor allem mit den Details und den Haaren. Und die hat ja hier hinten so durchsichtige Haare. Voll gut. Das ist voll cute. Mit den Ohren. Mit den kleinen Krönchen. Oh, die ist echt süß. Ich stelle sie mal kurz hier hin und sie in Sicherheit. Oh. So. Und dann ist unsere gute Box leer. Nummer 1. Schauen wir mal ins Heftchen rein. Das packe ich mal kurz da rein. So. Ja. Ich muss hier immer mal ein bisschen. So. Dann, ja, Fairy Tail oder ReZero. Ich hätte halt, wie gesagt, lieber sie oder Rem gehabt. Fairy Tail wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen. So, Black Clover Blanket. Das ist also doch ein Handtuch.
Dann die Figur, die Fairy Tail Postkarten, die Kirby Coinbank, die hätte wahrscheinlich auch anders aussehen können, wie ihr seht. Und auch der Fächer hätte eine andere Variante haben können. Aber ja, an sich eine sehr, 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 sehr schöne Box. So, dann geht es jetzt mit unser Soka Wild weiter. Da muss ich ja ehrlich sagen, ich habe da schon ein bisschen reingelupchelt. Aber ich will es euch natürlich zeigen, weil die Box ist auch wieder sehr, 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 sehr süß. Da aber das Heftchen, das Soka Wild Heftchen. So, dann auch hier in beiden Boxen, weil es ja die gleiche Firma ist, gibt es immer diese 100 Yen Giftcard. Dann haben wir ein, ich würde sagen, eine kleine Tasche. So eine, naja, so eine, ich hole sie mal raus. Eine Mini-Tasche. Da ist jetzt so ein Fischmann drauf mit so einem Oktopusgesicht. Hier ist mal wieder Müll. Boah, da passt schon einiges rein als kleines Portemonnaie oder irgendwas. Kosmetiktasche von eventuell. Ja. Ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Ich würde es wahrscheinlich verschenken oder auf dem Flohmarkt verticken. Wenn es jemand haben möchte, dann! Look at these! Ein paar Cutie! Cute Seals Tracing Dings. Ich werde wahrscheinlich, ich guck mal rein, weil ich habe eine Freundin, die absolut auf Katzen abfährt und ich will wissen, ob das unterschiedliche sind. Oh mein Gott, das sind gleiche. Das ist geil. Das heißt, ich werde ihr davon eins schenken. Aber das werde ich ihr zum Geburtstag schenken, weil sie hat ja jetzt bald Geburtstag. Und da wird sie dir von mir eine davon kriegen. Oder zwei. Ich brauche ja nicht alle. Ich werde die wahrscheinlich auch da wieder einpacken, weil ich habe noch ein Set hier, wo ich die einpacken kann. Da werde ich ihr das dann so schenken. Da wird sie sich drüber freuen. Da mag sie ja kleine miese Katzen. So, eine, das kommt dahin. So, dann haben wir. Da habe ich noch gar nicht so richtig reingeguckt, was das ist. Das ist ein Cinema Roll auf jeden Fall. Und was ist das? Oh, ein kleiner. Oh, da ist noch die Schutzfolie drauf. Ein kleiner Spiegel und eine Bürste für unterwegs. Das ist natürlich sehr praktisch. So ein Spiegel, Unterwegs-Spiegel. Werde ich in meine Waschtasche mit reinpacken, weil, naja, so ein Unterwegszeug kann man ja immer gebrauchen und ist immer praktisch. Ja, kommen wir in meine kleine Unterwegstasche. Falls ich mal meine Haarbürste vergessen sollte, habe ich immer einen kleinen Ersatzhaarbürste dabei. Dann haben wir Softy Puppet Mascot. Das ist ein Blind Bag. Werde es wahrscheinlich nicht öffnen, weil ich bin jetzt nicht so der Sailor Moon Fan und Leute, die dann sich eventuell darauf freuen, denen würde ich das dann verkaufen. Ich habe ja verschiedene Flohmärkte, die ich probieren kann. Ja, schauen wir mal. Die Dinger sind, ich weiß nicht, 5, keine Ahnung, 4 Euro. 4 Euro verkaufen. Ist ja, die Dinger sind voll teuer, ja, aber. Dass ich wenigstens den Versand drin habe oder so. So, dann, das finde ich auch sehr cool. Ein Pokémon. Das muss ich nur rausfinden. Ja, naja, auf jeden Fall, es ist ein. Da ist eine Sperre drin, kann das sein? Ah ja, da ist eine Sperre drin. Ein Pokémon Soap Dispenser. Schauen wir mal, ob der gut funktioniert oder ob ich dann. Da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen was vom Schlauch abschneiden. Den werde ich wahrscheinlich für die Küche benutzen. Da werde ich unser Spülmittel reinmachen.
Ach, gut funktionieren tut er ja, aber für die Küche einfach. Wenn das Ding dann oll ist, dann schmeiße ich das weg. Aber es ist ganz witzig. Es ist mein ein, es gab wahrscheinlich auch verschiedene Varianten. Ein Ditu habe ich diesmal. Metamon wird es wahrscheinlich in Englisch genannt. In Deutsch ist das Ditu. 600 Milliliter passen hier rein. Und ja, es ist halt billig Plastik, ja. Aber wie gesagt, ich werde es halt irgendwie für Küche oder sonst was nutzen. Für ein Bad habe ich schon mit eins. So, haben wir noch was? Und zum Glück. Und ich bin super, super froh, dass ich die bekommen habe. Weil ich wollte lieber die haben, weil es ist ein Cinema Roll, hat so eine Miku Blush. Es gab nämlich noch die andere Variante von Hatsune Miku. Aber ich bin froh, dass ich das hier bekommen habe. Es ist so süß. Guckt euch an. Es ist so cute. Oh Gott, das wird dann. Kommt hier mit hin zu meiner Cinema Roll Sammlung. Da habe ich ja schon das Kissen und ein Happy. Und eigentlich hätte ich sie ja noch hier oben sitzen. Aber ich habe da jemanden, der das besser dazu passt. Der kann nämlich auch sowas gebrauchen. Deswegen kriegt er mein Dings. Und ich werde halt auch noch ein paar Sachen verkaufen. Ja, das war's jetzt auch mit der Box schon wieder. Die ist auch leer. Ich finde das Design immer sehr schön. Eine habe ich, glaube ich, behalten, weil ich die cute finde. Und ja, ich muss sagen, diese beiden Boxen waren wieder richtig cool. Es gab zwar so, also das hier zum Beispiel ist jetzt nicht so meins, was aber nicht ganz so schlimm ist. Das jetzt auch nicht. Aber das werde ich verkaufen. Sie ist zwar nicht mein Favorite, aber mein Lieblingsanime. Und ansonsten finde ich die Boxen wieder richtig cool. Es lohnt sich auf jeden Fall, die zu kaufen. Und ja, ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Und ich denke, die nächsten Boxen sind auch schon unterwegs. Heißt, es gibt diesen Monat vielleicht noch eins, wenn die Boxen rechtzeitig kommen. Weil die kommen immer so, ja, Ende des Monats. Und ich versuche sie dann halt immer Anfang des Monats irgendwie reinzubringen. Aber da ich jetzt auch nicht da war, deswegen ist das ein bisschen später bei mir passiert. Aber macht ja nichts. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann bei einem neuen Video von einem Unboxing. Mal schauen, wann das sein wird. Und schaut doch auch mal in meinen Kanal rein. Da gibt es auch noch ein paar andere Videos, die vielleicht euch interessieren. Und über einen Daumen hoch und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bye, meine Flauschi!